Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer Vorlesungsreihe Richtet nicht oder Christentum und Strafrecht. Ich bin sehr dankbar, dass Sie dem Gedankengang der Vorlesung weiter folgen, denn wir erleben heute eine Konzentrationsstelle der Problematik, über die wir die ganze Zeit reden, gewissermaßen im Live-Zustand mit. All die Zeit haben wir darüber nachgedacht, wie die Rechtsprechung sich ideologisch oder theologisch religiös zu beglauben sucht. Im Keilschriftrecht vor 5000 Jahren ist alles, was der Staat verordnet und dann Ordnungsrecht durchzusetzen versucht, im Auftrag der Götter zu verstehen. Und diese Denkform hört nicht auf. Vermittelt vor allem über die Römer haben wir sie ins Abendland fast bis in die Gegenwart übernommen. Und der Vermittlungsträger war die christliche Kirche, die in den Machtkampf eingestiegen ist, spätestens vom ersten Drittel des vierten Jahrhunderts an. Was der Staat tut, ist in kirchlichem Auftrag der Vollzug des göttlichen Willens, also dass auch das Strafrecht in den Händen Gottes liegt. Und der irdische Herrscher, nichts weiter als der Sachwalter des Herrschers im Himmel selber. Genau diese Auffassung versuche ich die ganze Zeit als einen zentralen Irrtum gemessen an der Botschaft Jesu darzustellen. Und wenn Sie das begreifen, wird die Spannung sich nur steigern können. Denn dies ist Ihnen deutlich, das gesamte Rechtskonzept, das dem christlichen Abendland zugrunde liegt, ist im Kern unchristlich. Man tut so, wie wenn es Christus nie gegeben hätte. Man bleibt vom Keilschriftrecht über das Alte Testament bis über die antiken Römer bis in die ganze Zeit hinein im Grunde auf der Rechtstheorie des antiken Griechenlandes, des Aristoteles, stehen. Verkompliziertes mit philosophischen Gedankengängen ist dabei in einem Bannkreis gefangen, der das Alte fortsetzt und lediglich mit christlichem Aufkleber neu versieht, ein Etikettenschwindel. Man hat die Revolution, die in der Sache Jesu läge, geleugnet oder sich geweigert zu begreifen. Und das Thema, an dem wir es festgemacht haben und weiter festmachen werden, ist die Lehre davon, dass das Christentum eine Erlösungsreligion sei. Dann müsste man begreifen, wovon erlöst werden soll. Man muss die Diagnose nur sagen und man wird auf staunendes Lächeln stoßen. Die Erbsünde. Allein das Wort ist so veraltet, so sinnentleert, so pervers geradezu, dass davon gar nicht mehr gesprochen werden kann, kein Ernst. Zunehmender Mensch wird darauf noch sich berufen, aber genau das müsste man. Die Erbsündenlehre hatte die Auffassung, dass Menschen, wenn sie böse sind, nicht böse sein wollen, sondern unter Mechanismen leiden, die sie nicht unter Kontrolle haben. Auch das hat man im Grunde ins Abergläubische vertan, indem man als Grund dafür den Teufel nominiert hat, bis ins kirchliche Dogma heute. So ist es unglaubwürdig. Wir müssen es durcharbeiten durch die Psychologie der Angst. Das ist 200 Jahre alt, Søren Kierkegaard in Kopenhagen hat das vorgeführt, den Existenzialismus damit begründet. Muss man das alles wissen, um Jurisprudenz und Rechtswissenschaft zu kennen? Muss man unbedingt, sonst ist das Thema Christentum und Strafrecht überhaupt nicht zu begreifen. Und was wir jetzt erleben werden in der heutigen Stunde, ist genauso wieder die Frage, wie ernst genommen wird die Lehre von der Erbsünde? Wie wird sie verstanden? Wird sie überhaupt verstanden? Und dann gibt es die Brechungen, die typisch sind. Wir haben in der letzten Stunde gesprochen von der Carolina, der Gesetzgebung Karls des V. Und wir werden heute betrachten, wie sie sich weiterentwickelt in deutschen Landen. Zwei Namen werden wir dabei ein wenig ausführlicher behandeln. Das eine ist Benedikt Carpzov, mit C geschrieben, Z und V am Ende, Carpzov. Von dem Mann werden Sie nicht vielleicht unbedingt schon gehört haben. Er ist aber für die Rechtsentwicklung, vor allem in deutschen Ländern, von zentraler Bedeutung. Und einen anderen Namen werden Sie hoffentlich kennen, zumindest von Weitem. Das ist Hugo Grotius, ein Holländer. De Groot wird er heute heißen, aber latinisiert Grotius. Das sind eigentlich zwei extreme Gegensätze in der Rechtsentwicklung, aber sie haben beide ihren Eigenwert und wir müssen sie gegeneinander setzen. Und dann werden wir zu sprechen kommen auf den französischen Philosophen und Staatsrechtslehrer Jean Boudin.
Den werden Sie nicht unbedingt kennen, aber er gehört in den Zusammenhang. Er ist der Erste, der sich Gedanken macht, was aus einem Staat wird, der sich nicht mehr mit Gott beglaubigt, den man rein säkular, rein heidnisch konstruieren wird. Ohne eine Ideologie. Was dann? Wir betreten plötzlich, wie wenn eine Tür sich öffnet und wir in einen kalten Gegenstromstrahl treten, die Moderne. Also beginnen wir mit Benedikt Carpzov und behandeln wir den Weg, der von der Theokratie in die Naturrechtslehre der Strafrechtsauffassung hineinführt. Wir halten aus der letzten Stunde fest, die Carolina war kein rechtseinheitliches Gesetzeswerk, das eine erschöpfende Grundlegung des Strafrechts hätte bieten wollen oder auch nur können. Oder dass einen vollständigen Katalog strafbarer Handlungen hätte vorzulegen beabsichtigen mögen. Ausdrücklich überließ die Carolina selber im Artikel 105 die unbenannten peinlichen Fälle und Strafen den Rechtsverständigen späterer Zeit, muss man hinzufügen, zur Beurteilung. Mit einem Wort, die Carolina war ein Handbuch für Laienrichter, viel eher als ein Fachbuch für gelehrte Juristen. Anders ausgedrückt, sie hinterließ einen Riesenbedarf an praktischen Ergänzungen. Was wird aus der Carolina? Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen Mann für diese Riesenaufgabe namhaft machen können. Ein Gigant unter den Rechtslehrern, wie Juristen sein können, mit unglaublichem Scharfsinn, nicht nur, mit enormer Belesenheit, mit einer Arbeitskraft, die ans Fantastische geht. Und die im Wesentlichen nicht durch kreative Neuerungen, durch Theoriebildungen, durch Virtuosität des Gedankenreichtums imponiert, sondern durch Gründlichkeit im Aufnehmen des Überlieferten. Das ist der Treibmotor der Rechtswissenschaft, die Berufung auf das, wie es war, wie es ist, wie es allgemein gemacht wird, der Rechtsgebrauch. Er tritt auf als sein eigenes Argument, der sich auf den Rechtsgebrauch zu berufen vermag, hat schon recht, einfach weil es immer schon so recht war. Das ist nicht ohne weiteres das, was wir in der Karoline hatten. Die alte Ordnung war, altes Recht bricht neues Recht. Und das war ein Hindernis für alle Novellierungen. Das Alte hatte sich bewährt, also war es die Wahrheit. Und jede Neuerung in gewissem Sinn gefährlich, eine Form der Unruhe. Die Karoline hat versucht, ein Neues anstelle des Alten zu setzen, gar keine Frage. Aber es ist die Lethargie der Zeit, es ist das Anpassungsbedürfnis der Trägheit, wenn Sie es in der physikalischen Mechanik ausdrücken wollen, die dahin führt, dass in Gestalt von Benedikt Carpzov das alte Recht, die Tradition, vor allem auch die territorialstaatliche Überlieferung, die Tradition am Ort, eine eigene Gewichtung erfährt. Da nun sind wir in Kursachsen. Sie entsinnen sich des Sachsenspiegels noch, Sie entsinnen sich an die Bedeutung, die die Sachsen heute schon wieder kriegen, als ein eigener Raum in unserer Bundeslandschaft. Sie sind etwas Besonderes, auch in ihrer eigenen Geschichte. Dem müssen wir nicht weiter nachgehen, es genügt, darauf hingewiesen zu haben. Benedikt Carpzov war mit 24 Jahren zum Doktor beider Rechte promoviert, beider Rechte utriusque juris, bedeutet Staatsrecht und Kirchenrecht. Und schon das zeigt, wie eng die beiden zusammengehören. Das ist so viel, wie wenn Sie Finanzrecht und Steuerrecht gleichzeitig studieren wollen. Das ist alle Male gut, weil das eine müssen Sie wissen, um mit dem anderen umzugehen. Die Kirche ist damals ein Rechtsinstitut zur Rechtsbegründung im Wesentlichen. Und wir werden darauf kommen, welche Bedeutung das hat. Im Jahre 1623 wird Carpzov ordentlicher Beisitzer des Leipziger Schöppenstuhls. Und das ist das wichtigste der vier kursächsischen Landesdikasterien. Dazu gehört eben Leipzig, die Wittenberger Juristenfakultät, womit wir in der Nähe zumindest des Gedankenguts von Martin Luther sind, dem Schöppenstuhl zu Wittenberg also. Und Carpzov hat die Geschäftsleitung, um es abzukürzen, er wird berufen später nach Dresden, kehrt wieder zurück nach Leipzig.
Er hat ein sehr buntes, aufgabenreiches Leben und umso mehr müssen und können wir ihn bewundern, dass unter dem Druck so vieler öffentlicher Ämter und Aufgaben 4 umfangreiche Werke zu allen Themen des Rechts von diesem Mann haben erstellt werden können. Ein außerordentlicher Fleiß, eine enorme Arbeitsenergie. Man könnte sagen, er war ein Workaholic, aber das wäre natürlich eine zynische Bemerkung über jemanden, der mit enormem Idealismus für Ordnung eintreten wollte, als eine göttliche Berufung. Kapzow war ein frommer Mann, er hat 53 Mal in seinem Leben die Bibel gelesen. Das heißt nicht darin rumgelesen, sondern von A bis Z, wie das ein ordentlicher Jurist tut. Alles, was da steht, muss gewürdigt werden. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde bis zum Ende 53 Mal im Leben. Das sind ja 1400 Seiten, die man da lesen kann in Kleindruck. Probieren Sie das mal, wie viel Zeit das braucht. Das war die Tagespflicht. Sein wichtigstes Buch erschien 1635. Ich zitiere: Practica Nova Imperialis Saxonica Rerum Criminalium. Zu Ihrer Erleichterung übersetze ich das. Sie müssen, wenn Latein auftaucht, nie in Furcht und Schrecken geraten. Dafür haben Sie ja die Vorlesung. Es wird alles Ihnen verständlich werden oder die Hoffnung besteht, es könnte so geschehen. Das Buch lautet im Deutschen Neues sächsisch staatliches Verfahrensrecht im Umgang mit Verbrechen. Und dabei ist natürlich jedes Wort bedacht. Es ist neu, das heißt, es tauchen Gedanken, Ordnungssysteme auf, die so nicht einfach nur aus der Tradition sich weiterschreiben. Sächsisch-staatlich heißt, es ist regional begründet und hat darin auch seine lokale Gültigkeitsbegrenzung, aber darin auch einen eigenen Schwerpunkt für die deutsche Rechtsgeschichte im Ganzen. Verfahrensrecht heißt, man stellt eine Ordnung im Umgang auf. Man begründet dabei nicht die Rechtsprechung, man organisiert das Verfahren. Und das liegt in den Problemen, die die Carolina hinterlassen hat. Mit Verbrechen ist klar, das ist das Thema, das sich stellt. Im Übrigen wird Kapzow noch schreiben über die Jurisprudenz auf der Basis römischer und sächsischer Traditionen. Ein Kommentar zu den Konstitutionen von August, dem Kurfürsten in Sachsen, und schließlich noch eine Darlegung des evangelischen Kirchenrechts. Auch das ist interessant, von einem Doktor beider Rechte. Dem Staat und der Kirche dient er und will er dienen. Und eine Abhandlung 1657 über sächsisches Prozessrecht. Diese Einzelheiten müssen Sie nicht unbedingt wissen. Aber eines ist für die ganze Arbeitsweise von Kapzow entscheidend. Ich sagte, er gehört dem Schöppenstuhl in Leipzig an und das setzt ihn in den Stand, nicht nur mit den Büchern sich bekannt zu machen. Sie müssen sich vorstellen, dass er endlos sitzt vor 400 Spruchkopialbänden. Man hat da zusammengeschrieben, was alles schon an Urteilen entgangen ist. Der Schöppenstuhl in Leipzig wurde immer wieder angefragt. Es ist das Zentrum der Rechtsprechung in der Praxis in Sachsen. Und da sind zusammengelaufen die Urkunden. Und wenn Sie sich jemanden vorstellen, der wissen will, wie Recht gesprochen wird in Sachsen, hat er im Schöppenstuhl eben da selbst 400 Spruchkopialbände zur Verfügung. Und nun haben Sie nur ein bisschen Fantasie nötig, sich vorzustellen, wie das auf einen Mann wie Kapzow gewirkt haben muss. Genau so. In Gründlichkeit, quer durch das Papier und alles aufgesaugt, was zu der Frage, wie hat man Recht zu sprechen? Wie kann man eine neue Rechtsprechungsform, eine Umgangsart mit dem Verbrechen erstellen? In befruchtender Weise durch Sammlung vor allem und Einordnung wirksam wird. Es ist kein Wunder, dass das immense Wissen um den Gerechtsgebrauch die erste und wichtigste Rechtsquelle im Denken Kapzows überhaupt darstellt. Darüber freilich stand absolut und unangefochten die Lex Divina, das Gottesrecht. Das betone ich so sehr, weil wir in dieser Stunde heute den Übergang von der Theokratie, vom Gottesrecht hin in Richtung der Säkularisierung nachvollziehen müssen. Es beginnt mit der Strenge des Gottesrechts in aller Widersprüchlichkeit, die wir jetzt bei Kapzow finden werden. Damals noch, 17. Jahrhundert, scheint das selbstverständlich.
Auch die kursächsischen Konstitutionen von 1572 waren nach der Systematik des Dekalogs gegliedert. Das Gesetzbuch selber lehnt sich an das Alte Testament und an die 10 Gebote. Erst im späteren 17. und 18. Jahrhundert tritt man an das aus der Bibel sich ergebende Recht kritisch heran, indem man zu unterscheiden sucht zwischen dem wahrhaft auf göttlichem Willen beruhenden Recht und dem spezifisch jüdischen Nationalrecht. Wenn ich rede von der Bibel, müssen Sie das sehr eng nehmen. Gemeint ist das Alte Testament. Ich betone das, weil es ist, wie wenn Christus nicht aufgetreten wäre. Die Bibel ist in diesem Zusammenhang das Alte Testament, die Kritik Jesu völlig ausgeklammert. Und dazu gehört zentral die Idee des strafenden Gottes. Wenn ich so sage, habe ich die Theologen gegen mich. Die werden das Antijudaismus nennen. Der Gott des Alten Testamentes ist nicht der strafende Gott, das ist ein Missverständnis. Nein, das ist es überhaupt nicht, das gehört dazu. Dass Gott nicht nur straft im Alten Testament, ist inbegriffen. Gott hat gütige Seiten, sehr starke, aus denen Jesus ja gelernt hat, woher denn sonst? Aber der Gott des Alten Testamentes ist der Hintergrund für das gesamte Strafrecht. Und ihn braucht man. Einen anderen Gott sich vorzustellen, wäre das Ende der Strafjustiz des Staates. Indem wir darauf hinweisen und hinarbeiten, müssen wir den Kontrast immer wieder neu betonen. Vom Alten Testament ist das Bild der strafenden Gottes, das eins zu eins aus dem Alten Testament von der Kirche übernommen wird, in dem Jesus keine Rolle mehr spielt, die ganze Kritik weggeschwemmt wird. Und dann kriegen wir den Staat, der sich daraus reorganisiert, erst auf dem Boden der Bibel, im Namen der Kirche, dann ohne Kirche, dann ohne Bibel und wir haben es immer noch. Nicht besser, kann ich jetzt schon sagen. Den Prozess müssen wir begreifen, weil wir haben verchristliche Missverständnisse, die umso schlimmer werden, als wir sie christianisiert haben. Wie das konkret aussieht, mit der Bibel aber jetzt sogar ein bisschen kritisch, was ist nur jüdisches Nationalrecht und was machen wir uns auch zu eigen, hat natürlich zu tun mit der Feststellung, dass vieles im jüdischen Recht uns heute kaum betrifft. Das sind die Reinigungsgesetze, zum Beispiel die Speisegebote, was man alles essen darf und nicht, um koscher zu bleiben, welche frommen Einzelgesetze zur Sabbatheiligung man befolgen muss. Das hat dank Paulus im Neuen Testament eine Auflösung gefunden. Das war die großartige Idee des Paulus, man muss nicht erst Jude werden, um Jesus zu verstehen. Damit ist eigentlich das jüdische Recht am Ende. Aber Paulus hat das prinzipiell gedacht. Und wir haben es nur bezogen in diesen beiden Ausnahmefällen. Ritualrecht. Das Wichtige ist dabei, dass man einige Anordnungen aus dem Pentateuch, also aus den 5 Büchern Moses, aus der Tora, die ja das Gesetzbuch ist, nicht in einfacher Weise zu übernehmen braucht. Beispielsweise wird im Pentateuch, wenn Sie es nachlesen wollen, in Levitikus 20 und Deuteronomium 22 die Todesstrafe festgesetzt. Und das glaubt man in manchen Fällen für unverbindlich bezeichnen zu dürfen, weil es sich nur auf jüdische Rechtsvorstellungen bezieht. Es sind zwei wichtige, entscheidende Details inmitten der beiden breit angelegten Grundüberzeugungen dieser Zeit, die da lauten. Erstens, der Landesherr ist zu sehen im Lichte der messianischen Idee von David bis Christus. Auch das ist eine unglaubliche Idee. Man sieht, wir haben das immer wieder betont, den Landesfürsten. Ob das der König ist, ob das der Kaiser ist, ob das seine Abgeordneten sind. In der Idee des davidischen Königtums, von Gott gegeben. Und das geht von David über Salomo bis hin zum Christus, der ja als zweiter David aufgetreten sein soll. Und damit hat man die gesamte Herrschaft im Abendland abgesichert durch die Bibel. Dass Jesus genau so nicht sein wollte, können Sie nachlesen im Neuen Testament. Wie ist er der Davidsohn? Eben indem er sich weigert, nach Art des König Davids aufzutreten. Wenn Sie so wollen, ein Condottiere, eine höchst korrupte Person historisch, die aber immerhin den Anfang eines
Davidischen Großreiches geschaffen hat, mit Methoden, die Sie kritisch nachlesen können in der Thronnachfolgegeschichte Davids, dem ersten konsequent geschriebenen Geschichtsbuch in der Bibel nicht nur, sondern in der Menschheit überhaupt, ein skeptisches Buch. Wir müssen uns damit nicht lange aufhalten. Wir müssen nur sagen, die ganze Konzeption von David über Christus bis zu uns verfälscht genau das, was Christus wollte, das Ende dieser Art von davidischem Königtum. In den Augen Jesu sollten wir selber Gottes Kinder sein. Jeder ist da wie eine Prinzessin oder wie ein König, hat eine eigene Würde, aber die Würde ihm gestohlen, wenn jemand kommt, strommelt sich auf die Brust wie ein Gorilla und spricht, ich bin der König, ein Herr und Meister. So genau soll es nicht sein bei Gott. Keiner lasse sich von euch Vater nennen oder Herr oder König oder Imperator oder irgendeinen anderen Fatzkentitel. Den Menschen zu befreien wäre das Königtum Gottes hier auf Erden. Hat man davon irgendwas begriffen, begreifen wollen? Man wollte zugreifen zur Macht, also war das alles überflüssig, unnötig und wurde vergessen. Und zum Zweiten, vor allem um Gott auf Erden zu vertreten, braucht es unbedingt die Vorstellung eines strafenden Gottes, in welcher das Alte Testament, ich leugne nicht und betone nochmals, dass es darin feine, erschütternde Stimmen gibt, aus denen Jesus gelernt haben wird, dass es ganz anders sein könnte. Da ist die Urgeschichte mit der Sündenfallerzählung, da sind die Texte des Jeremia, Kapitel 31, da ist das Büchlein Jona, das schönste Märchen der Weltliteratur, das damit endet, dass Gott nicht straft und die Frage offen lässt, was machst du, mein Leser, jetzt damit? Gott haut nicht dazwischen, um 120.000 Menschen zu vernichten, die zwischen links und rechts und gut und böse gar nicht unterscheiden können. Aber dich ärgert natürlich alles, wozu du überhaupt keinen Einfluss hattest. Und die Psalter, Psalm 51, in Sünden gebar mich meine Mutter, ist keine Aussage über die Mutter, sondern über das eigene Wesen. Wenn ich es begreife, wer ich bin, fängt es von Anfang an. Es gibt keinen Zustand, der nicht erklärt, wo es gekommen ist, dass ich heute so sein konnte. Man hat das zugeschrieben, König David in einer ganz anderen Sichtweise. Er hatte Ehebruch getrieben mit der Frau eines seiner Offiziere. Den hatte er praktischerweise ermorden oder in den Tod hetzen lassen. In der Schlacht vor Rabat Ammon. Dann hat er seine Frau genommen, als Krieger, Witwe, sogar in Ehren. Und dann hat sie den ersten Sohn geboren und der starb. Und dann denkt ja David nach, was für ein König er eigentlich ist, was für ein Zyniker. Was für ein Selbstdarsteller, was für ein mörderischer Heuchler, was für ein Gesetzesbrecher, der so tut, wie wenn er auf der Harfe Gott Lobgesänge dichtet und spielt. So wird er eingehen in die Bibel. Der Prophet Nathan wird ihm die Leviten lesen. Und wenn Sie all das im Zeitvergleich sich anschauen, müssen Sie den von mir immer wieder empfohlenen und wunderbaren Autor, das Lamm, des Armen lesen in den Tagen von Fouché und Napoleon, den wir gerade feiern. Es hört nicht auf in dieser Art, in der Menschen mit Menschen umgehen in ihrer Machtgier. Aber hier jetzt müssten wir noch einmal sagen, das Alte Testament kennt den strafenden Gott. Und um so zu herrschen, wie wir es tun, braucht man genau diesen religiösen Hintergrund. Dann ist klar, dass die Lästerung dieses Gottes sofort bestraft wird mit Hinrichtung. Das ist Umsturz, das ist Gotteslästerei. Und das haben wir auch schon kennengelernt, das kann man tun, indem man Irrlehren verbreitet oder Gottesleugnungen vornimmt, dass man Blasphemien, Gotteslästerungen vorträgt. Nur mit einem solchen Gott ist in Krieg, wie Frieden, Staat zu machen. Und deshalb ist mit Jesus überhaupt kein Staat zu machen. Gegen den Gott Jesu müssen die Machthaber aller Zeiten sich wehren, auf Leben und Tod. Die katholische Kirche Roms war spätestens mit der Staatstheologie des heiligen Thomas dahin gelangt, mit Gründen des aristotelischen Menschenbildes die Usancen von Wirtschaft,
Krieg und Strafrecht im Gebaren des Staates überall auf Erden als christlich legitim, ihr pflichtgemäß erscheinen zu lassen. Der rational-ethische Optimismus des Aristoteles, ebenso wie des Thomas von Aquin, lag nun durchaus nicht im Sinn der Reformatoren. Wir haben den Gegensatz ja schon betont. Aristotelisch oder thomistisch ist der Mensch zwar nicht ganz in Ordnung, aber fähig zum Guten. Und wenn er sich entsprechend an die Gebote hält, kann er in seiner Freiheit sie befolgen, und wenn er das nicht tut, gehört er bestraft. Ich nenne das den ethischen Optimismus, weil dem Menschen seine Freiheit zutraut. Das ist ein Zitat, das ich schon häufiger aus der aristotelischen, nikomachischen Ethik gebraucht habe. Es ist ein völliges Unrecht zu sagen, Menschen brauchen nicht bestraft zu werden, weil sie für ihre Taten gar nicht könnten. Natürlich können sie dazu, denn sie haben die Freiheit und deshalb werden sie bestraft. Und in allen Staaten werden sie bestraft, so argumentiert Aristoteles, 4. Jahrhundert vor Christus. Und dem folgt man durch die Zeit bis heute im Grunde. Er hat gewusst, was er tat. Er hätte sich anders können entscheiden. Und das sind die zwei Kriterien. Also Strafe. Wir werden noch im nächsten Semester erleben, wie man die Psychiatrie dazu gebraucht oder missbraucht, in der Forensik den Richtern Recht zu geben oder nur im Extremfall einzuschränken. Er wusste zwar, aber konnte er wirklich anders wählen, als er tat, du liebe Zeit. Auch darüber werden wir noch, wie Sie merken, nachdenken müssen. Die Reformatoren haben das versucht. Nach reformatorischer, lutherischer Auffassung ist der Mensch nicht frei. Wohlgemerkt, das ist eine völlig andere Ebene der Unfreiheit des Menschen, als wir sie später in der Neurologie heute verteidigt finden. Da hören Sie Wolf Singer sagen, ein Mensch kann nicht bestraft werden, weil er keine Freiheit hat. Dafür sind wir Neurologen. Wir stellen fest, es gibt keine Freiheit. Kann man sagen, aber das ist eine völlig andere Ebene. Das meinen nicht die Reformatoren. Die meinen, dass die ganze menschliche Existenz daran zerbricht, dass sie in Gott nicht getragen wird. Dann ist die Natur nicht ein bisschen geschädigt oder ins Wackeln gekommen, gerät nicht in alkoholisierte Ausnahmezustände, sondern sie ist als Ganze verfehlt. Das ist ein Punkt, der in der Debatte zwischen Protestanten und Katholiken bis heute im Ernst nicht verstanden wird, behaupte ich. Wie kann die ganze Natur des Menschen verderbt sein? So bin ich selbst noch groß geworden im Hörsaal zu Münster bei einem Mann, der später ein bedeutender Bischof wurde, damals in seiner schönsten Zeit, seiner glücklichsten Dogmatikdozent war. Ich höre ihn immer wieder sagen, seine Hände fuhren durch die Haare, die immer wirrer sich kräuselten. Es kann doch nicht sein, ein Mensch wird doch kein Krokodil. Die menschliche Natur kann doch nicht verdorben sein. Es bleibt doch ein Mensch. Genau das war gemeint. Wenn ein Mensch aufhört, menschlich zu sein, wird er schlimmer als ein Tier. Genau das sahen die Reformatoren vor sich. Die Macht der Angst, die Ungeborgenheit, die Verzweiflung macht aus den Menschen Menschen in der schlimmsten Form ihrer Möglichkeiten. Sie hören auf, Menschen zu sein. Und genau das gehört zu ihnen. Sie werden nicht nur keine Krokodile, sie werden schlimmer als alle Krokodile. Dann müsste man die Unruhe in sich aufnehmen, die es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und davor schützt der aristotelische Bohemian. Wir sind alles gute Menschen. Man hat arrhenischen Humor, man ist ja im Ganzen doch nicht, nein. Ganz anders als diese, die jetzt vor Gericht treten. Das sind wirklich, aber wir ja nicht. Wir sind die Bürger, die ein Recht haben, über sie Recht zu sprechen. Und das tun die Leute, die wir dafür bezahlen, dass sie es richtig tun. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Sie braucht keine Erlösung, weil so war sie immer und so hat sie auch Bestand. Und so wird sie deshalb weiter bestehen im Sinne der guten Bürger. Das Problem, auf das ich hinaus will, ist, die Reformatoren glauben das überhaupt nicht. Ihre Rechtfertigungslehre, ihre Erlösungslehre ist radikal und sie begreifen das Problem, von dem wir dauernd reden. Aber dann wird es inkonsequent. In gewissem Sinne liegt das an Luther selber. Er kapituliert vor dem Bösen, das er dabei ist zu begreifen. Die Bauernkriege 1553 bis 1525 sagen dafür.
Da bekehrt sich Luther dahin, dass die Fürsten dreinhauen müssen gegen die Rotten der mörderischen Bauern. Luther begreift nicht oder will nicht begreifen, dass die reagieren auf die Tyrannei ihrer Herren. Die können nicht leben. Der Bullschuhaufruhr richtet sich gegen das Bauernlegen, gegen das völlige Auspressen. Auch das haben wir erzählt. 1595 wird die ganze Währung umgestellt. Damit kann man nicht leben. Und den hohen Herren fällt nicht anders ein, als dass man die Bauern einfach in die Insolvenz treibt, würden wir heute sagen. Dann kauft man sie eben auf, versklavt man sie in großem Stil, darf man sich dagegen auflehnen. Die Obrigkeit ist von Gott. Dieser lausige Satz steht im 13. Kapitel des Römerbriefs. Und wir können zeigen, haben es schon lange nachgewiesen, dass er eine Interpolation ist. Er stammt in keinem Fall aus der Feder des heiligen Paulus. Ist da hineingeschmuggelt, wahrscheinlich um 130 um. Da hinein passt das geistesgeschichtlich. Aber er ist sozusagen wie das Virus im Körper. Es verändert die gesamte Genetik, die Konstruktion des Christentums im Ganzen. Es produziert als Fremdvirus eine ganz neue Ordnung, die nicht mehr christlich ist, sondern im Namen Christi fortwirkt. Ist genial. Ein paar Verse eingeschmuggelt ins Neue Testament, in den Römerbrief. Und sie haben was vollkommen anderes. Römer 13 ist der Schlüsselcode für alles, was man jetzt rechtfertigt, auch mit Martin Luther. Die Fürsten müssen im Notzustand reinhauen. Ich zitiere Luther beim Wort. Und so denken sie alle, sein Freund Melanchthon, in gewissem Sinne auch Zwingli, auch Calvin in der Schweiz. Ein Fürst und Herr muss hier bedenken, dass er Gottes Amtmann und Diener seines Zornes ist. Römer 13, 4, dem das Schwert über solche Buben befohlen ist und dass er sich vor Gott ebenso sehr versündigt, wenn er nicht straft, als wenn einer mordet, dem das Schwert nicht befohlen ist. Denn wo er es kann und nicht straft, es sei durch Mord oder Blutvergießen, so ist er an allem Mord und Übel selber schuldig, das solche Buben begehen. Es gilt hier nicht Geduld noch Barmherzigkeit. Es ist hier der Schwertszeit und nicht der Gnadenzeit. Wörtliches Zitat bei Luther. Wenn so gedacht wird, haben sie zwei Ordnungen und von Jesus ist eigentlich nur noch die Rede jenseits der Wirklichkeit. Der staatlichen allzumeist, der bürgerlichen ohnehin. Wir haben die Notverordnung, das alles gilt nicht mehr. Man kapituliert, es ist nicht durchführbar. Realistisch ist der Staat und er hat die göttliche Ordnung. Hier hören wir es. Römer 13, 4. Der Bazillus ist wirksam und die Krankheit unheilbar. Wie gespalten die Gedankenführung der Reformatoren zwischen Erlösungslehre und Staatslehre ausfällt, zeigt sich schon klar an Melanchthon, der um die Abgründe und um die Unfreiheit der menschlichen Seele sehr wohl weiß. Eines seiner ersten Werke in den Lotzi ist das Zusammentragen aller möglichen Bibelstellen, die zeigen, dass der Mensch keine Freiheit hat, dass er erlösungsbedürftig ist. Melanchthon weiß das Stelle für Stelle. Aber dann im Kampf gegen das Böse darf man halt nicht nur die Waffen des Lichtes einsetzen, sondern wie Luther es vom Staat verlangt, man muss richtend und strafend einschreiten. Trotz des konträren Menschenbildes knüpft er bei Melanchthons Straftheorie ohne Bruch an Aristoteles und sogar an Thomas von Aquin an. Das war wirklich nicht der Freund von Martin Luther, aber logisch in der Staats- und Rechtslehre, mit der wir uns bei Thomas ja schon beschäftigt haben, ist das das blanke Vorbild. Und Melanchthon scheut sich nicht, das fortzusetzen. Melanchthon ist der Präzeptor Germaniae, ist der Mann, der die humanistischen Gymnasien eingerichtet hat, in deren Wohltat ich selber noch gekommen bin. Er will, dass man die heiligen Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Lateinisch lernt und sorgt dafür, dass entsprechend die Schulen eingerichtet werden. Melanchthon ist ein Humanist im Zeitalter des Humanismus und entsprechend kann er den Grund bei den Griechen und den Römern selbstverständlich nicht verleugnen. Dass er Hebräisch viel besser spricht als Luther selber, müssen wir nur nebenbei erwähnen.
Die Übersetzung des Alten Testamentes der Bibel wäre ohne Melanchthon gar nicht zustande gekommen. Da brauche ich den Philipp, hat Luther selber gesagt. Aber der denkt an dieser Stelle humanistisch, in der Straftheoriebegründung, aristotelisch. Und dann ist die ganze Erlösungslehre nicht mehr brauchbar. Ein Heide wie Aristoteles sieht Menschen nicht als erlösungsbedürftig. Er sieht sie, wie sie sind und gar nicht so schlecht. Die Frage ist, was machen sie und was kann man mit ihnen machen? Wie richten sie sich ein zu ihrem Nutzen? Und die Staatstheorie entwickelt sich ganz harmonisch von der Familie bis zum Vaterstaat. Alles in Ordnung. Lediglich in den Abgründen der menschlichen Geschichte geht es dann anders zu. Aristoteles ist der Lehrer keines Geringeren als Alexander, den wir den Großen nennen, weil er ein Massenmörder war von Mazedonien bis hin zum Indus. Für Aristoteles kein Problem. Wer Macht mit Vernunft paart, kann kein Unhold sein, sondern wird ein Wohltäter. So belieben wir das heute noch zu sehen. Aber was ist das für eine Welt und was soll da dann christlich sein? Und was macht sie mit den Menschen? Eine schöne Frage. Macron hat gerade die Ehre gehabt, über Napoleon zu sprechen. Der Mann liegt im Invalidendom begraben, als der größte aller Franzosen. Ein Massenmörder ohnegleichen. 600.000 Mann der Grande Armee im Marsch und im Rückmarsch auf Moskau und zurück. Heldisch. Ein Verbrecher, im Staatsgewand, aber mächtig, ein Kaiser, der sich aufschwang, müssen wir immer davor Ehrfurcht haben. Vor den Idealen, die scheinbar darin verkörpert wurden, die Freiheit des Menschen in der Hand eines Tyrannen, die Verlogenheit als Regime, Rechtfertigung, Machiavellismus, Jahrhunderte später im Zeitalter der Aufklärung. So könnten wir dranbleiben. Was ist vertrauenswürdig und was nicht? Wenn wir immer noch sagen, der Staat hat die Pflicht, das Schwert in die Hand zu nehmen. Die Göttin Justitia hält das Schwert in der Hand, weil sie für Ordnung sorgt. Die Waage der Gerechtigkeit und das Schwert. Und dafür brauchen wir den Staat. Das hat Christus wirklich gewollt. Müssten wir sagen, lieber Luther, kennst du nicht Matthäus 27, die Stelle, als man Jesus verhaften will? Der will Petrus genau das, den Christus selber schützen vor dem Unrecht. Ist das nicht die Aufgabe des Staates, die Christen schützen vor den Nichtchristen? Die Leute, die willens sind, Jesus zu ermorden, da haut mit dem Schwert Petrus dazwischen. Genau das, Martin Luther, was du vom Staat verlangst, geschieht. In einer sprechenden Szene, Matthäus 27. Dann höre, was Jesus dir zur Antwort gibt. Steck das Schwert, wohin es gehört. Jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Das ist ein Erfahrungssatz. Wer mit Gewalt regiert, richtet alles zugrunde. Er schützt niemanden. Das war Jesu Meinung. Und man kann nicht Jesus schützen mit unjesuanischen Mitteln. Man muss schon auf ihn hören, um ihn zu begreifen. Das ist keine Kapitulation vor dem Bösen. Das ist der Wille, das Böse zu besiegen durch Güte. Und anders wird die Welt sich nie verändern. Natürlich kann man das auch anders machen. Das werden die Katholiken und die Protestanten sich zanken um den Begriff der Gnade, den sie beide nicht verstehen. Die Reformatoren, weil sie es aufgegeben haben, die Konsequenzen zu begreifen. Die Katholiken, weil sie gar nicht erst wollten, dass der Mensch so abhängig sein könnte von Güte und Gnade. Er macht das und kann das alles selber durch eigenes Tun. Und beide bekriegen sich um den Begriff der Gnade ungnädig von 1680 bis 1648, 30 Jahre lang. Das ist die Folge des Unverstands. Erbarmungsloser Krieg im Recht haben der Staatsmacht gegeneinander. Immer im Namen Gottes, versteht sich. Ist es bis heute so anders? Wir haben das oft genug gefragt, Sie kennen die Antwort. In diese Zeit, also auf dem Höhepunkt und in die Endphase jenes politischen Machtkampfs, im Dreißigjährigen Krieg dann zwischen Habsburgern, Schweden und Bourbonen, der vor allem die deutschen Lande ärger noch heimsuchen wird als die Pest im 14. Jahrhundert, fallen die ersten beiden rechtswissenschaftlichen Hauptwerke Karpzows.
Er ist, wir haben das betont, Protestant. Er ist tief verwurzelt im Glauben an die Lex Divina, das göttliche Recht. Und das ist identisch mit dem Alten Testament. Das Neue Testament ist kein Rechtsbuch. Lex Divina heißt Altes Testament, ob wir es wollen oder nicht. Mit den Ausnahmen, die allzu eng im Jüdischen gedacht sind. Und ich kann es nur betonen, Altes Testament ist wirklich alt. Wir müssen sofort den Fußboden öffnen, in die Kellertür, 3000 Jahre rückwärts, ins Keilschriftrecht Mesopotamiens. Und dann in den alten Orient, auch im alten Ägypten, haben wir ja vor 2 Semestern uns Mühe gemacht, die Rechtssysteme miteinander zu vergleichen und ihre Gemeinsamkeit immer wieder festzustellen. Karpzow jedenfalls geht von Gott aus, denkt von Gott her, wie die Reformatoren es ihn gelehrt haben. Er wurzelt im orthodoxen Luthertum. Wir können das nicht stark genug betonen. Und das richtet sich gegen den Humanismus. Karpzow erneuert deswegen den theokratischen Ansatz. Grund alles Rechts ist Gott selber. Gott als vornehmster Schöpfer des Rechts hat seinen Willen in der Bibel und im mosaischen Gesetz geoffenbart. So bekommen wir jetzt die Vereinigung von Martin Luther mit der Carolina. Die beiden, haben wir gehört, waren in Worms auf Leben und Tod eigentlich ihre Feinde. Sie haben in Worms 1521 Luther dastehen für die Gnadenlehre, für das unbedingte Gutsein-Können des Menschen in der Verwiesenheit des Vertrauens auf Gott. Das revolutioniert die ganze Theologie, dafür muss er gerade stehen. Das versteht nicht Karl der V. Karl der V., 15 Jahre später, erlässt seine Carolina. Und jetzt erleben wir, dass Karpzow, gestützt auf Martin Luther, die Carolina interpretiert als lutherisches Grundwerk zur Rechtsprechung. Das alles wird Ihnen vorkommen als völlig unlogisch, aber es hat seine eigene Logik, wenn Sie die Brechungen begreifen, die auch in der reformatorischen Gnadenlehre liegen. In der Kapitulation vor dem Bösen. Wenn Sie feststellen, die Menschen sind so und keine Idee mehr jesuanisch entwickeln, wie man ihnen helfen könnte. Wenn sie nur noch dastehen und sie sind so, also muss man richten, muss man verurteilen, muss man realistisch klar sehen, es hilft jetzt nur noch Schwert, Ordnung, Strenge. Hier ist nicht Gnadenzeit, hier ist Schwertzeit, wenn sie so sprechen. Bleibt die Welt natürlich, wie sie ist. Und die es gut finden, weil sie gut damit leben können, haben gar kein Bedürfnis, sie zu ändern. Aber dann brauchen sie keinen Jesus, keinen Erlöser, dann brauchen sie das ganze Neue Testament, nicht alles Unsinn. Die Welt ist schön. Sie ist ja zu genießen, sie ist ja Gottes Werk. Auch die Strafordnung ist ja von Gott. Alles ist in bester Ordnung. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass sie so bleibt. Wir müssen Vertrauen haben zur Staatsjustiz, dann wird es weiter so gut sein. Die ganze Aufregung ist da nicht mehr nötig, aber auf die lege ich größten Wert. Möchte Ihre Unruhe an einem schönen Wochentag wie heute eigentlich schüren. Die Welt mag schön sein und jetzt aus Spaniens Hochebene, in der wir die Politik mal besprochen haben, weht uns ein warmer Wind an. Aber wir müssen spüren, in welchem Wind und Sogstrom wir da hineingeraten geschichtlich. Wir haben Gottes Willen also in der Bibel im mosaischen Gesetz. Daneben aber gibt es die Lex Naturae, das Naturrecht. Das wird später immer wieder gebraucht und wir werden es in der nächsten Stunde bei Thomas Hobbes in ganz besonderer Weise kennenlernen. Dieses Naturrecht ist für Aristoteles gegeben in der Vernunft des Menschen. Bei Karpzow aber was ganz anderes. Er meint damit nicht die rationale Vernunfteinsicht des profanen Naturrechts, sondern er versteht darunter das nicht geoffenbarte göttliche Recht, das durch die Lex Divina ergänzt wird. Das ist der Gerichtsgebrauch, auf den er stößt. Da ist natürlich von göttlichem Recht nirgendwo die Rede. Das sind Rechtssysteme, Urteilssprüche, die sich mit dem Dekalog nicht unbedingt verbinden lassen. Aber die gibt es und die sind offenbar von Natur her so gekommen. Alleine durch die geschichtliche Vermittlung haben sie sich ja eingerichtet.
Entsprechend bedeutet das positive Gesetz nur eine mit anderen konkurrierende Rechtsquelle. Diese Gesetzsysteme sind ja entstanden, weil irgendwann mal ein Landesfürst sie so erlassen hat. Das ist positives Recht und durch die Tradition so viel geworden wie Naturrecht. Im besonderen Teil dieser Practica Nova, von der wir sprechen, als dem Hauptwerk von Kapzow, führt der theokratische Ansatz zu dem Versuch, Delikte nach dem Dekalog zu ordnen, und zwar im Sinne jetzt der Strafverschärfung, vor allem bei Sittlichkeitsdelikten, und zur Bemessung der Straffolgen an der Talion-Regel. Das ist das Alte Testament. Was jemand getan hat, damit wird er bestraft werden, Aug um Auge, die Talion. Und Strafverschärfung bei Sittlichkeitsdelikten ist nun etwas ganz Besonderes, das vor allem in der katholischen Kirche bis heute für Unruhe, für merkwürdige psychologische Brechungen bis hin zum Kriminellen sorgen kann. Vermeintlich im Ernst der Verbrechensbekämpfung. Sittlichkeitsdelikte sind möglich auf dem gesamten Gebiet des Sexuellen. Und da hinein jetzt ein Strafrecht anzusetzen, hat merkwürdige Konsequenzen, wie Sie ahnen werden. Es gibt als dritte Rechtsquelle, dann sind wir vollständig, bei Kapzow neben der Bibel und dem Gerichtsgebrauch die schon erwähnte Carolina. Und da wird bei ihm etwas Merkwürdiges geschehen. Wir haben betont, die Carolina versteht sich selber nicht als vollwertiges Reichsgesetz. Aber genau so interpretiert sie Kapzow. Sie ist die praktische Grundlage, endlich Recht zu vereinheitlichen. Das hat begonnen mit der Carolina, das muss jetzt vollendet werden. Sie hat das nicht gewollt, im Sinne Kapzows einfach, weil es in der Zeit gar nicht möglich war. Aber tendenziell hat es gewollt und jetzt muss es halt geschehen und vollendet werden. So steht Kapzow zur Carolina. Der Grund für diese Einschätzung der Carolina ist aber nicht nur ein rechtspolitisch-praktischer, sondern ein theokratischer. Die rechtmäßige Obrigkeit, hörten wir schon, Römer 13, ist von Gott eingesetzt und hat deshalb die Macht, Gesetze zu erlassen. Und siehe da, ein solches Gesetz ist ja die Carolina. Als Reichsgesetz gilt die Carolina im gesamten Imperium Romanum Germanicum. Die Carolina als jüngeres Gesetz hebt die entgegenstehenden Bestimmungen des Jus Civile des Bürgerrechts auf. Erst wenn in der Halsgerichtsordnung keine bestimmte Regelung getroffen ist, muss das Jus Civile berücksichtigt werden. Im Ganzen will Karpow deutsches Recht herausarbeiten, das heißt, das Strafrecht und Strafprozessrecht auf der Grundlage der Carolina unter maßgeblicher Berücksichtigung des kursächsischen Rechts und des heimischen Gerichtsgebrauchs ausformulieren. Sie haben jetzt also dieses, was in der Carolina nicht angesprochen wird, von ihr nicht geregelt wird, lässt sich übernehmen aus dem kursächsischen Recht und steht dann zur Verfügung. Und im Übrigen haben wir die Ordnung des Alten Testamentes. Von der Carolina wissen Sie ja schon, dass das ein Mischwerk ist, wo altes römisches Recht, also die Pandekten Justinians, wirksam werden, wo deren Interpretation der Juristenschule in Bologna sich drüber interpretatorisch hergemacht hat. Wir haben die Einflüsse aus dem germanischen Recht zu beobachten gehabt und natürlich immer wieder die Bibel. Und diese Mixtur im karolinischen Recht, in der Carolina, wird hier jetzt fortgesetzt unter Kapzow, unter Beibringung noch vor allem der sächsischen, kursächsischen Komponenten. Methodisch überschreitet Kapzow in diesem Bemühen nicht die Vorgehensweise der Carolina selber. Die ordnete jeden einzelnen Delikttyp, also Tötung, Körperverletzung, Diebstahl und so weiter, einer bestimmten speziellen Strafe zu. Sie ausformulierte deswegen nicht allgemeine systematische Begriffe, sondern der Delikttyp wird verbunden mit bestimmten Strafen. Und genau so macht das Kapzow auch. Für jeden einzelnen Delikttyp ordnet er jetzt die Problematik von Dolus und Culpa zu. Das hatten wir. Ist da etwas böswillig, Dolus, begangen worden oder etwas gestanden für das Haft- und Schuldzusammenhänge auftreten, Culpa.
Und das entspricht der Frage, ist das zu bestrafen als Pöhner ordinaria oder Pöhner extraordinaria? Und das ist die Frage, die jetzt vor Gericht in Foro immer die entscheidende wird, auf die die Urteilsanfragen im Schuppenstuhl wie der ganze von ihm zu erfassende Gerichtsgebrauch abgezielt haben. Das ist, was Karpzow in Leipzig halt in den Archiven vorfindet. Und für Karpzow ist vor allem bezogen auf den einzelnen Denktypus diese Frage schwer oder gar nicht lösbar. In erster Linie beansprucht es seine Aufmerksamkeit zu den sogenannten allgemeinen Lehren, wie jene Zentralfragen beim einzelnen Delikttypus zu prüfen sind auf Kausalität, Schuld, Versuch, Teilnahme und so weiter. In seiner Praktica Nova greift Karpzow auf die Karolina zurück und beseitigt dabei manche ihrer Unklarheiten. Und er zeigt in der Behandlung einiger der Hauptdelikte auf, welche theokratischen Grundverständnisse des Strafrechts niemals vergessen werden dürfen. Alle Verbrechen gelten so betrachtet, alle Verbrechen, als Sünde und Auflehnung gegen Gottes Gebote. Es ist nicht möglich, den Staat zu beleidigen oder die bürgerliche Gesellschaft. So ist die heutige Straftheorie. Wir Bürger leben in einem Staatsvertrag, als wenn wir den je abgeschlossen hätten. Also richtet sich jedes Verbrechen als Bruch gegen den Staatsvertrag, gegen den Staat, gegen unsere Mitbürger. Denen haben wir Unrecht zugefügt und die haben jetzt das Recht, uns zu bestrafen. Ganz anders bei Karpzow. Jedes Verbrechen, jede Straftat richtet als erstes sich gegen den oberen Gesetzgeber, gegen Gott selber. Und das bedeutet, sie ist zu bezeichnen als Sünde und Auflehnung gegen Gottes Gebot. Sie hören völlig richtig, es gibt keine Verbrechen, es gibt Sünden in unterschiedlicher Strafqualität. Und dahinter steht der strafende Gott, gegen den gesündigt wird. Sie können sich das nicht eng genug und klar genug vorstellen. Dann begreifen Sie, was theokratische Rechtsprechung bei Karpzow heißt, was infolge der lutherischen Lehre über den Staat eingerichtet wird. Und Sie können erahnen, wie die Folgewirkungen sein werden. Unter der Auflehnung gegen Gottes Gebote nehmen diejenigen Delikte eine besondere Stellung ein, natürlich die sich unmittelbar gegen Gott richten. Da sind die Häresien und die Blasphemien. Aber jetzt auch Meineide. Das haben wir bis heute. Sie müssen schwören, im Zeugenstand zum Beispiel, auf die Bibel und auf Gott. Das können Sie lassen, wenn Sie Gott leugnen. So viel Freiheit muss sein. Aber im Grunde ist es so gemeint. Es ist etwas Heiliges, ob Sie glauben an Gott oder nicht. Der Staat hat heilig zu sein. Sie müssen schwören. So ist es geblieben. Auch in der Säkularisierung haben Sie immer diese Auflage im Hintergrund. Sie muss durchsetzbar sein. Ob sie sich beglaubigt oder nicht, sie hat geglaubt zu werden. Meineid ist Sünde gegen Gott. Ein Sakrileg. Und dann gibt es die verschiedenen Arten der Zauberei und der Hexerei. Auch das könnten wir heute übertragen. Ich darf schon hinweisen auf einen Vortrag, den ich für Lemgo halten werde in 14 Tagen. Da gibt es ein Hexenmuseum. Und das hat in Corona-Zeiten, wo es überall spukt, natürlich ein Interesse, uns nochmal zu verdeutlichen, dass wir nicht in damals leben, sondern in gewissem Sinne in der Moderne. Jedenfalls wird mein Vortrag das ein wenig zeigen. Die Hexenjagd hat ja gar nicht aufgehört, weder politisch noch bei der Seuchenbekämpfung. Da ist die Pandemie, die Pandämonie natürlich. Wir können gar nicht endlos und gründlich genug zulangen, das Böse zu bekämpfen. Aber wer hat es verursacht? Woran liegt es? Was steckt hinter dem Virus oder jeder anderen Ursache? Da kann ich darauf hinweisen, dass Zauberei und Hexerei natürlich in Lemgo, nicht nur im Hexenturm, spielt und spukt, wo man die Qualinstrumente heute noch besehen kann, wenn Sie wollen. Kein schöner Ausflug am Sonntag, aber lehrreich immerhin. Und das konnte Schiller schon sagen, am lehrreichsten über den Menschen sind seine Freveltaten, denn sie zeigen sein Unglück. Da muss man studieren, um zu verstehen. Gleichviel, es folgt die Notwendigkeit besonders harter Strafen, der Todesstrafe
oder Verstümmeln der Leibe strafen. Und solches gilt natürlich a fortiori ganz besonders bei Homicidium, für Mord, für Menschentötung. Denn nicht nur eine Verletzung des einzelnen Opfers und des seines Bürgers beraubten Staates ist, sondern in erster Linie eine Beleidigung Gottes. Da Mord das schwerste Verbrechen darstellt, ist es auch mit der schwersten Strafe, der Todesstrafe, zu belegen. Das gilt auch für die Selbstmörder, das haben wir bei der Carolina schon erörtert. Der Selbstmörder, eigentlich sogar noch bei Beccaria später, könnte für schuldig gehalten werden. Ja, warum eigentlich? Weil er einen Besitz des Staates darstellt. Und dieses Besitztum des Staates, das auf ihn als Bürger Anspruch hat, raubt er ihm durch Selbstmord. Da ist mit ihm nichts mehr viel anzufangen. Er wird zum Kostenfaktor statt zu einem profitablen Objekt. Ja, das geht gar nicht. Also so kann man dahin kommen, dass auch der Selbstmord eigentlich eine Beleidigung des Staates, eine Schädigung des Staates ist und dann auch natürlich sich gegen Gottes Willen richtet, der dem Menschen ja das Leben geschenkt hat. Dass das niemandem gerecht wird, der Suizid gefährdet ist und keinem Angehörigen, der zu beklagen hat, dass einer der Menschen, die ihm nahestehen, so verzweifelt war, dass er das Leben nicht mehr vertrug, ist eigentlich jedem klar. Wir werden heute auch keinen Suizid mehr bestrafen. Aber wie viele Verzweifelte, die zu Mördern wurden, bestrafen wir immer noch. Wann ersetzt eigentlich nur der Mord den Selbstmord? Wie recht hat die Psychoanalyse, die meinte, in den Tagen Freuds bereit, es sei jeder Selbstmord nur ein verhinderter Mord? Wie hängen die Dinge zusammen? Ich will nur ein wenig ihre Sinne verwirren, um sie nachdenklich zu machen. Wir kommen an keiner Stelle einfach leichten Fußes aus der Klemme. Insoweit also folgt Krebshoff ganz und gar der Carolina. In der Frage des Vorsatzes, also Dolus oder Culpa, entwickelt er jetzt die Lehre vom Dolus Indirectus, indem er einen Unterschied macht zwischen einer vorsätzlich ausgeführten Tat, das wäre der Dolus Directus, und einer Tat, bei welcher der Erfolg nur durch Zufall eingetreten ist. Im Hintergrund steht dabei ein Artikel der Carolina, wonach ein Erfolg dem Täter dann nicht zugerechnet wird, wenn er wieder allen Erwartens eintrat. Also jetzt wird es für die Vorstellung ein bisschen schwierig. Ich empfehle die Filme noch aus der Ära, Schwarz-Weiß-Filme sind das, des Antonioni. Michelangelo Antonioni, ein genialer italienischer Filmregisseur, zeigte lauter Verbrechen, die im juristischen Sinne gar nicht stattgefunden haben. Jemand wünscht jemandem leidenschaftlich den Mord. Aber er tut nichts, um ihn zu begehen. Der Mord geschieht durch den Zufall der Umstände. Jemand stürzt ab bei Benutzung eines Fahrstuhls. Dazu kann der Mordwillige unmittelbar nicht als kausale Ursache oder vielleicht doch hat sein Wollen magischen Einfluss gehabt auf das Opfer. Wenn Sie sich in dieser Welt befinden, in der das Wünschen helfen konnte, einer märchenhaften oder psychotischen Welt, ist zwischen Kriminalhandlung und kriminellem Wunsch kaum noch zu unterscheiden. Wie können das die Juristen? Er hat den Willen gehabt, er hat die Gelegenheit gehabt, heißt das schon, dass er der Täter ist. Ein vernünftiger Rechtsanwalt würde aufstehen und sagen, Euer Ehren, der Ankläger hat nicht beweisen können. Ja, er hatte den Willen, das will ich nicht leugnen. Er hatte sogar den expliziten Wunsch, er hatte auch die Möglichkeit und die Gelegenheit. Er hatte sogar Indizien, die dahin sprechen, aber die Indizienlage ist nicht klar genug. Also im Zweifel Freispruch. Das alles waren die Probleme, die Krebshoff im 17. Jahrhundert sich stellen musste. Was ist ein Dolus Directus? Da scheint man noch einigermaßen klar zu sein. Ein Dolus Indirectus, da liegt ein Willen vor, vielleicht sogar eine Straftat. Aber vielleicht, ja, was ist jetzt passiert? Jemand will jemanden umbringen. Er hat aber ein Tatwerkzeug benutzt, das überhaupt zum Mordvollzug nicht tauglich war. Daraus geht hervor, dass er nicht mörderischen Handelnswillens war. Er wollte, dass der Kerl verschwindet, den er gehasst hat, aber
Alleine schon die Benutzung eines ungeeigneten Instruments zeigt, dass von Volus direkt Dolus Directus nicht die Rede sein kann. Dann aber ist der andere doch gestorben. Wie sollen wir das denken? Er hat Schlafmittel verabreicht. Die sind an sich nicht mörderisch. Aber in einer bestimmten Menge können sie mörderisch werden. Dann hat er sich auch noch dabei vertan. Er hat nicht Schlafmittel benutzt, sondern Beruhigungsmittel, die nicht in dieser Art gefährlich werden konnten. Wie ist das zu beurteilen? Er hatte einen Willen, er hatte aber nicht den richtigen Willen. Er hat etwas getan, aber hat es nicht richtig getan. Das wäre Dolus Indirectus schon in der Carolina. Es ist ein Erfolg des Willens eingetreten, aber mehr durch Zufall als in der orientierten Absicht. Ein Erfolg, so steht es in Carolina, Artikel 146, kann dem Täter dann nicht zugerechnet werden, wenn er wider aller Erwarten eintrat. Das ist nun viel verlangt. Dann hätte der Täter wissen müssen, dass die Mittel, die er eingesetzt hat, gar nicht wirksam wurden. Und zu seiner Überraschung sind die dann getreten. Das wäre ungefähr so, wie wenn ein Vernünftiger jemand hätte durch Voodoo umbringen wollen. Er hätte eine Puppe genommen, hat die geritzt, damit die auf den Bezogenen wirksam werdende Zaubermacht ihn umbringen musste. Nun war er aber vernünftig genug zu wissen, dass das nicht wirken konnte. Zeitgleich aber ist der andere wirklich gestorben, zur Überraschung des Täters mit dem Dolus Indirectus. Wie will man das beurteilen? Ist das jetzt Zauberei, dann wäre es zu gewichten als sein eigenes Verbrechen, aber nicht als Mord jedenfalls. Man müsste es unterscheiden. Karpzow fasst unter dem Titel Indirectus all die Fälle, in denen jemand eine strafbare Handlung begangen hat, zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs, aber infolge dieser Handlung ein schwererer Erfolg eingetreten ist, als er beabsichtigt war. Auch da gibt es viele Nuancen. Jemand hat einen anderen geschlagen. Er war sehr erregt und wütend. An diesem Schlag ist der andere möglicherweise gestorben. Aber war das jetzt beabsichtigt? Der Täter kann unter Tränen gestehen vor Gericht, das habe ich nicht gewollt. Bitte glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt, aber ist ihm jetzt zu glauben? Das ist der Fall, von dem mir Karpzow redet. Ein solcher Täter ist beim Mord mit der Pöhne Ordinaria zu bestrafen, wenn er den Erfolg seiner Tat hat voraussehen können. Konnte er das? Da stand zufällig eine Vase auf dem Tisch und mit der hat er auf den Kopf des anderen geschlagen. Das hat tödlich geendet, aber konnte er das wissen? War er in der Erregung urteilsfähig, das richtig zu beurteilen? Was, wenn da lediglich ein weniger schwerer Gegenstand gestanden hätte, wenn ein Federhalter genommen hätte statt der Vase, wäre überhaupt kein Mord entstanden, wenn er nur die Faust genommen hätte. Vielleicht war es aber eine Frau, die gar nicht gelernt hat, mit der Faust zuzuschlagen. Sie brauchte einen Gegenstand. Lauter Verwirrungen. Ich will darauf hinweisen, dass es nicht so einfach ist, diese Unterscheidungen, die Karpzow das Problem im 17. Jahrhundert bereiten, für gelöst zu erklären. Es genügt aber auch, entgegen der Carolina, die darin in Artikel 137 milder ist, beim Mord nach Karpzow einfache Schwertstrafe ohne Zangenreißen und Ausschleifung zum Richtplatz. Da mildert Karpzow die Carolina. Das müssen wir würdigen, weil im Ganzen seine Art der Rechtsprechung nicht gerade mildernd ausfällt. Auch die Carolina spricht von Strafe des Rades, verweist aber darauf, dass man sich bei manchen Gewohnheiten des Rechts an die jeweilige Gegend halten muss. Und Karpzow schließt daraus, dass wo diese Gewohnheit keinen Eingang in die Rechtspraxis gefunden hat, sie auch nicht aufgrund der Vorschrift der Carolina eingeführt werden darf. Das ist jetzt doppelt. Die Carolina kann sehr streng sein und gemildert werden durch die sächsische Ordnung. Sie kann aber je nach Gewohnheitsrecht in Sachsen strenger ausgelegt werden.
Wichtig ist der Unterschied bei Carzoff zwischen Zufall oder Fahrlässigkeit. Das muss ich nicht mehr länger ausführen, das ist Ihnen deutlich dabei. Und wir haben es auch anhand der Carolina ausführlich genug schon besprochen. Die Regel bleibt, alte Gewohnheiten, soweit sie nicht in der Carolina ausdrücklich verboten sind, können auch nicht außer Kraft gesetzt sein. Die Zahlung des Wehrgeldes zum Beispiel bei einem Mordfall beruht im Wesentlichen auf den alten germanischen einheimischen Sachsenrechten. Und sie bleiben in Gültigkeit, Gott sei Dank muss man sagen, wenn sie in der Carolina nicht selber aufgehoben werden. Ein schlimmer Fall ist Giftmord und Raubmord, Latrocinium. Und dagegen richtet Carzoff sich in gewissem Sinne ebenfalls nach der Carolina. Aber das alte Sachsenrecht kennt dafür nur den Feuertod. Die Carolina hingegen verfügt das Rad für den Mann und das Ertränken für die Frau, wie wir schon mal sagten. Was macht jetzt Carzoff damit? Er will nicht zurückkehren zu der Härte des Sachsenrechtes, lebendige Verbrennung, sondern er egalisiert beides. Mann wie Frau werden hingerichtet durch das Rad. Wir können nicht anders sagen, es ist scheußlich genug. Denn in der Strafe selber liegt auch die Quälerei, die Rachefantasie bei Raufmord und Giftmord. Indem er jetzt Carzoff behauptet, dass diese Strafe überhaupt erst durch die Carolina eingeführt worden sei. Und jetzt wird der Raubmörder ebenfalls mit dem Rad bestraft. Strafverschärfend sogar noch hinzugefügt, das Schleifen zur Richtstätte. Auch das ist natürlich ein Publikumsgaudi. Wir müssen uns im Hintergrund der Rechtschreibung die Schadenfreude, was soll ich sagen, des Publikums, der gaffenden Menge, des stellvertretenden Sadismus, der Scheinheiligkeit, ich bin der Gute, gar nicht grausam genug vorstellen. Das arme Opfer wird jetzt quer durchs Dorf, quer durch die Stadt geschleift, unter dem Hohn und den Spott derer, die das sehen. Richtig, richtig, so gehört sich's, die Rache. Und jeder praktiziert sie, so wie man Jesus getrieben hat über die heutige Via Dolorosa. Nicht geschleift, sondern selber gegangen bis zur Erschöpfung am Balken, der sich quer übers Kreuz spannt. So muss man das machen, so ist das immer noch üblich bei dem Lutheraner Carzoff im 17. Jahrhundert. Ähnliche Strafen natürlich bei Verwandtenmord, Parricidium, auch darüber die schlimmsten Strafen, weil es richtet sich gegen die Autorität. Auch Aufruhr gegen den Kaiser oder den Landesherrn ist im Grunde ein Vatermord, ein Parricidium. Wer schon die Autorität der Eltern in Frage stellt, der ist noch zu Schlimmerem imstande. Anstelle der Schwertstrafe tritt jetzt das Ertränken in diesem Falle, aber durch altes Gewohnheitsrecht, wir sind in Sachsen, merkwürdig. Der zu Ertränkende wird in einen Sack eingenäht, zusammen mit einem Hund, einem Hahn, einem Affen und einer Schlange. Die armen Tiere können überhaupt nicht dazu. Aber man will damit sagen, dieser ist genauso schlimm wie sie alle. Er ist gemein wie ein Hund. Ihm gehört der Hals umgedreht wie einem Hahn. Er ist blöde wie ein Affe und hinterhältig wie eine Schlange. Also alles, was in gewissem Sinn für ein unreines und gemeines Tier gilt, gehört in eine Haut genäht und gemeinsam versenkt. Da die Carolina in diesem Fall nichts Gegenteiliges bestimmt, bleibt das der Brauch auch bei Carzoff. Ein wenig aus Zeitgründen dürfen wir uns beeilen. Wir sind bei der Rechtsvorschrift vor allem in der Lehrtradition, wo Sittlichkeitsverbrechen, Fleischesverbrechen begangen werden. Und das ist ein lüsternes Feld der Fantasie. Bei Ehebruch, Bigamie, Unzucht, Stuprum also. Da ist nicht nur das Kirchenrecht bis heute mit hohem Augenmerk und Fantasie begabt, sondern es ist gewesen bis vor kurzem noch auch im staatlichen Strafrecht. Was alles konnte da geahndet und gezüchtigt werden als Strafe für Unzucht. Lediglich aus historischen Gründen hat sich das erhalten, auch im kirchlichen Strafrecht.
Man darf denken, dass die Missbrauchsfälle jetzt vor allem der katholischen Kirche dafür sorgen werden, den Besen über diese Hinterkammern, den Staub wegwischen zu lassen. Wir haben da alles Mögliche. Stuprum, das ist einfache Unzucht. Die kann bei einem ehrenwerten Mädchen geübt werden, aber auch im Fall der Fornicatio, der Unzucht mit einem Freudenmädchen, einer Meretrix. Beides kommt in der Carolina nicht vor, aber bei Carpzov. Es kommt vor als Kuppelei, Linozinium, bei Inzest, Notzucht und Sodomie. Im Fall des Ehebruchs glaubt Carpzov auch aus dem Alten Testament beweisen zu können, dass der Ehebruch eines verheirateten Mannes mit einer unverheirateten Frau unter Strafe gestellt wird. Das ist schwierig. Ehebruch ist ja in einer Zeit des Alten Testamentes, wo viel Barbarei, Polygamie herrscht, natürlich eine Schwierigkeit. Wenn ein Mann einen Ehebruch begangen hätte, braucht er die Frau nur zu heiraten, es ist schon kein Ehebruch mehr. Er muss für sie sorgen können. Zyniker könnten sagen, das ist ihm ja Strafe schon genug. Er muss zahlen, auf lebenslänglich. Also Recht geschieht ihm. Aber das ist was anderes offensichtlich, als Carpzov meint. Er muss davon ausgehen, dass die Abweichungen in der Bibel von dieser Ansicht sich ergeben daraus, dass Polygamie damals noch möglich war, aber in jedem Falle gilt Ehebruch ihm als eine Verletzung der ehelichen Treue. Das kann man aus moralischen Gründen für richtig finden. Und dann ist es gleichgültig, ob ein verheirateter Mann sich mit einer verheirateten oder unverheirateten Frau einlässt. Das ist aus der Sicht des hintergangenen Opfers allemal so. Der Frau, die betrogen wurde, wir nehmen an, von dem Mann, kann es gleich sein, mit wem es jetzt geschah. Sie ist betrogen worden, das ist die Rechtsanklage. Aber natürlich ist ein Ehebruch mit Verheirateten schwerer wiegend als mit Unverheirateten. Es kommt noch der Fall der Bigamie hinzu. Das wird zu Recht eingestuft als schlimmer, denn ein Ehebruch, einfach dadurch, dass er auf Zeit geht, dehnt wird. Die Bigamie ist der Ehebruch sogar legal, nur unter Betrugsvoraussetzungen als Ehe kaschiert worden und auf Dauer gestellt worden damit. Das gilt schlimmer denn ein einfacher Ehebruch natürlich. Wir könnten jetzt in den Finessen fortfahren und wir kämen dahin, dass alle möglichen Formen des Stuprum, der Notzucht, der Sodomie zu betrachten wären. Sodomie ist ein Begriff, der geklärt wird unterschiedlich. Man versteht darunter, Sie können lesen die 50 Shades of Grey oder lassen Sie das besser. Wir haben das, was wir heute schick finden, was jedem erlaubt ist, wenn er den will, damals geahndet. Sodomie ist Unkeuschheit wider die Natur, so war das schon in der Carolina. Und das ist jetzt Unzucht zwischen Mann und Frau. Sie könnten denken, wo ist da die Unzucht? In der Art, wie miteinander umgegangen wird. Schließlich zwischen Mensch und Tier, darauf steht schon in Levitikus 18 und Levitikus 20, schlimme Strafen, Tod durch Verbrennen. Und das findet jetzt Eingang auch in die Carpzovsche Ordnung. In die Art, wie man miteinander umgeht und mit sich selber, kann die Sodomie auch zur Form der Masturbation machen, wechselseitig. Und entsprechend kann er Carpzov sich auf die Carolina berufen und Straffestsetzung entsprechend dem Gutdünken halten. Wider natürliche Unzucht unter Menschen gilt ihm immerhin für weniger schlimm als wider natürliche Unzucht mit Tieren. Drum, dass er im ersten Fall die Hinrichtung durch das Schwert, Sie hören richtig, und nur im zweiten Fall durch das Feuer vorschreibt. Das hat sich erhalten, merkwürdigerweise nicht im Strafrecht, sondern in der Psychiatrie. Was wird mit jemandem, der wider natürliche Unzucht mit dem Schaf hat? Der Fall wird behandelt in Padre Padrone. Das ist die Geschichte von korsischen Schafhirten, die mit Schafen verkehren. Darauf steht ja, was eigentlich bei uns heute.
Bei Karpzow wäre das mit der Todesstrafe zu belegen. Das tun wir heute nicht mehr. Wir erklären die Betreffenden einfach für krank. Sie gehören in die Psychiatrie. Aber stimmt das überhaupt? Haben jetzt die Ärzte die Möglichkeit, Menschen als anormal, als pervers zu kennzeichnen? Oder ist es nur der lange Schatten noch immer eines Strafrechts aus dem Alten Testament über die Karoliner, über Karpzow bis ins deutsche Recht der Gegenwart hineinwirkt, nur verschleiert, im Sinn der Psychiatrie, die, indem sie die Betreffenden für krank spricht, davor bewahrt, dass man die sie noch strafrechtlich verfolgen müssten. Muss man das? Man hat einem Tier Unrecht zugefügt? Wohl schon, aber haben Tiere überhaupt Rechte, die man vom Menschenrecht verfolgen müsste? Wahrscheinlich nicht. Tiere sind so wesentlich denn gar nicht. Wir müssen es jetzt schnell machen. Wir haben nach der Lex Mosaica, dem mosaischen Recht, beim Falle vom Diebstahl nicht mit dem Tode bestraft worden. Das mosaische Recht ist im Umgang mit Besitztum, vor allem im Umgang mit den Armen, relativ milde. Und das natürlich ändert sich. Allerdings beim Menschenraub ist die Todesstrafe verfügt. Exodus 21. Karpow aber setzt bei Furtum, bei Diebstahl, im Einklang mit der Karolina die Todesstrafe für den Diebstahl fest. Und das gilt ihm nun auch als Jus Divinum. Und er verbindet das mit dem Begriff des Menschenraubs, der auch im Alten Testament bestraft wird. Im Ganzen müssen wir jetzt sagen, verdienen zwei Punkte in der Argumentation des Karpzow eine besondere Betrachtung und Beachtung. Das neue Gesetz Christi wird nicht als Kritik an dem Prinzip des Strafrechts im Sinne der Bergpredigt verstanden, wie wir es hier ugieren wollen, die bewusst mit dem Verbot allen Richtens insgesamt endet. Matthäus 7, richtet ihr gar nicht. Und das auch nicht aufkommt gegenüber der absoluten Vergebungsbedürftigkeit aller Menschen unter den Augen Gottes. Der Bezug auf das Naturrecht führt das Strafrecht ein, im Gegenteil sogar noch in verschärfter Form. Oder anders ausgedrückt, es ist, was bei Juden als heidnisch erachtet wird, eben das Naturrecht der Völker, zum Zeugnis des göttlichen Willens interpretiert. Grundlegend dafür wird namhaft gemacht das Wesen des Menschen. Und so kommen wir über das, was heidnisch ist für das Alte Testament, über Aristoteles philosophisch zum Naturrecht. Es muss nicht mehr von Gott verordnet werden, es ist überall üblich und also wird es auch bei uns jetzt Eingang finden dürfen, im Willen Gottes. Und das geschieht ohne Zögern. Wir haben lang genug uns Zeit genommen, die überall verbreitete Unmenschlichkeit in den Gerichtspraktiken uns vor Augen zu führen, wovon wir gerade noch hören, lebendig verbrennen, Körper reißen, schleifen, Feuer verbrennen, rädern. Das alles ist überall üblich und sogar mit göttlichem Willen üblich. Es ist im Alten Testament nicht gerade so verfügt. Da wird hingerichtet vielerlei Weise. Es wird auch verbrannt, es werden Hexen hingerichtet, aber am liebsten gesteinigt, wenn denn schon. Nicht diese Grausamkeiten, die quälenden Hinrichtungen werden da verfügt. Gleichviel, es hat seine Begründung im 16. und 17. Jahrhundert in einer dramatischen Wandlung. Und zwar jetzt in Richtung einer rationalen, naturrechtlichen Fundierung. Das ist das Entscheidende, was wir finden. Der Rückgriff auf die heidnischen Elemente in Anlehnung an Aristoteles, führt dahin, dass wir eine rationale Gerichtsbegründung finden, die die alten Grausamkeiten in voller Form wieder aufleben lässt und gleichzeitig Abschied uns nehmen lässt von der Erinnerung, wie unchristlich das alles sei. Diese Verabschiedung ist statthaft, weil wir im Namen des Christlichen selber diese Grausamkeiten mit Gottes Urteil in Vereinbindung gebracht haben. Im Namen Luthers sogar, wie wir hörten.
dann ist es ein rationaler Fortschritt, wenn wir den christlichen Hintergrund wegstreichen, wenn wir den Gotteswillen in den Grausamkeiten wegnehmen. Dann ist es ein humanistischer Fortschritt, wenn wir uns richten nach der Vernunft des Menschen bei der Rechtsprechung selber. Und in die Richtung führt uns auch Karpzow. Selbst der theokratisch so denkende Rechtsgelehrte des 17. Jahrhunderts lehnt sich hier an in der Rechtsbegründung an die Vernunft des Menschen und wird damit unfreiwillig zum Vorboten der kommenden Zeit. Bei der Bewertung des Diebstahls finden wir das, da definiert er den Furtum, den Diebstahl, als Contractatio und Übergriff und unterscheidet dann die wahre und die fingierte Übergriffigkeit. Die Frage bleibt noch, wir beeilen uns dabei, was denn die Utilitas Pönae sein soll, der Nutzen, weswegen gestraft wird, das eigentliche Ziel, die Zweckmäßigkeit des Strafens. Und da finden wir bei Karpzow eine dreifache. Erstens, die Utilitas Pönae, der Nutzen der Strafe, die Zweckmäßigkeit zum Strafen, bestehe in der Wahrung und Wiederherstellung der verletzten Dignitas, der Würde, der Unanfechtbarkeit des Staates selber. Mit der Strafe stellt der Staat also seine Autorität her. Wir werden finden, dass das die einzige Form ist, in der die Strafe überhaupt stattfindet. Sie dient der Autoritätsbehauptung des Staates. Er fühlt sich in Frage gestellt in der unangefochtenen Autorität, indem man sie übertreten hat. Das wird so bleiben. Zum Zweiten bezwecke die Strafe quo delinquentes castigentur et cautius discant, dass dadurch die Verbrecher gezüchtigt werden und vorsichtiger zu sein lernen. Da haben wir den Abstreffungszweck der Strafe. Ausdrücklich unterscheidet Karpzow hier zwischen der Besserung der Besserungsfähigen und der Unschändlichmachung der Unverbesserlichen. Die Abschreffung also soll zur Besserung dienen, wo sie kann, und abschaffen die Unverbesserlichen durch die Strafe selber. Und der dritte Strafzweck, die Abschreffung, spricht Karpzow aus als die größte Wirkung unter allen Strafzwecken. Sie soll also dienen der Besserung für die Zukunft. Dass man Cautius, diese vorsichtiger zu sein, lerne. Und mit der Furcht also soll die Besserung eintreten. Methodisch befindet sich Karpzow mit seiner theokratischen, religiös-kirchlichen Ausrichtung der Strafrechtsbegründung deutlich in einem Gegensatz zu der Bewegung des Humanismus, die zeitgleich sich in der Rechtsentwicklung geltend macht. Während man das Denken Karpzows als finalistisch bezeichnen kann, ist das der Humanisten eher formalistisch geprägt, indem sie nicht in erster Linie nach dem Zweck und dem Sinn eines Rechtssatzes fragen, sondern nach dem Willen dessen, der ihn formuliert hat. Die Humanisten sind in diesem Sinne autoritätsgläubig. Was wollte der Rechtsgeber? Daraus ergibt sich der Sinn der Strafe nach ihrer Meinung von alleine. Anders Karpzow, theokratisch. Was ist denn mit dem Zweck von Gott her gewollt? Was ist immanent der Zweck einer Strafe, das Ziel ihrer selbst? Das muss man ausformulieren. Die formalistische Jurisprudenz ordnet diesem Willen die Rechtsprechung unter und entnimmt ihm scheinbar rein logisch verfahrend ein geschlossenes System von Begriffen und Sätzen, aus denen sich die Entscheidung jeder wirklichen oder erdenklichen Rechtslage mit Notwendigkeit darstellt. Man kann aus dem Rechtsspruch der Autorität ein System entwickeln. Das ist ganz angelehnt, wie Humanisten sind, dem römischen Denken. Wir haben das miterlebt, wie in der justinianischen Rechtsordnung die Autorität selber, der Kaiser, Recht setzt und dann sich eine immanente Logik aus seinen Rechtssprüchen entwickelt. Die finalistische Rechtsprechung geht von den Zwecken und Bedürfnissen des Lebens aus und löst ihn gemäß die Zweifel und Lücken des förmlichen Rechtes. Dieses Recht hat für sie überhaupt keinen Wert an sich, sondern nur wenn und soweit es den praktischen Bedürfnissen der Zeit entspricht.
Wie sehr Karpzow der finalistischen Arbeitsmethode folgt, zeigt sich vor allem seiner Lehre vom Dolus Indirectus, mit der er die Beweisschwierigkeiten bei dem Prinzip der Vorsatzhaftung aufzulösen sucht und damit die formal-logische Richtigkeit der praktischen Zweckhaftigkeit, die begriffliche Konstruktion dem kriminalpolitischen Zweck unterordnet. Das konnte er, weil seine Lehre, welche die Grenze zwischen dem strafenden Staat und dem ihn unterworfenen Individuum weit in Richtung der Einzelnen hin verschob. Damit wird eine anti-individualistische, religiöse Vergeltung und Abschreckung im Sinne der Strafrechtsauffassung vertreten. Das Strafrecht, entsprechend der Autorität, macht sich geltend gegen den Individualismus der Einzelnen. Entsprechend wird eingegrenzt die Freiheit der Einzelnen. Diese Unterscheidung zwischen dem reformatorischen Rechtsdenken und dem Denken der Humanisten haben wir von Anfang an kennengelernt bei Martin Luther schon, auch in der Frage der Freiheit des Einzelnen, der eine Straftat verüben könnte. Das alles zieht sich hin und dehnt sich aus. Die Gegensätze werden nicht logisch überwunden. Das müssten wir werden, indem wir den Erlösungsgedanken der Reformatoren an der Basis selber begründen. Wir müssten annehmen, die Unterstellung, die in der Erlösungslehre liegt, die Menschen, die zu Verbrechern werden, sind die Opfer von Mechanismen, denen sie ausgeliefert waren. Die Frage ist, wie wir ihnen helfen, wie wir sie heilen könnten. Und das wird nicht mit Strafen gehen. Wir müssten die Gründe, weswegen sie zu dem Schlimmen wurden, das sie begangen haben, auf die Spur kommen und durch innere Erneuerung Abhilfe schaffen. Dann wäre die Strafjustiz zu Ende, dann hätten wir den Auftrag Jesu begriffen und wir wären nicht gleich sofort, wir werden keine Patentregeln finden, aber doch ein wenig heller auf der Spur. Wir könnten Abhilfe schaffen und im Laufe der Zeit als erstrebbar und anwendbar durchsetzen. Vieles davon wird die Aufgabe des kommenden Semesters sein. Aber wir könnten die Gegensätze auch in der Begründung, weswegen gestraft wird, was stellt sich her, die Strafautorität, eine Abschreckung, individuell, generell, präventiv, als Rechtsprechung zur Herstellung der moralischen Ordnung und zur Besserung der Straftäter, in all den Widersprüchen endlich aus einem einigen Kern herauslösen. Woran glauben wir? Das ist die entsprechende Frage. Die Humanisten daran, die Aristoteliker, dass die Menschen zwar nicht immer gut sind, aber ganz sicher nicht generell böse. Sie sind deshalb schuldig, weil sie in jedem Fall zum Guten fähig sind, weil sie frei sind, so muss man sie betrachten. Wenn es ihre Schwäche wage, mordet, geraubt oder irgendetwas anderes begangen zu haben, werden sie eben dafür bestraft und ihrer Schwäche aufgerufen, helfen durch die Strafe. Sie lernen, vorsichtiger zu werden oder überhaupt bestimmte Dinge nicht mehr zu tun. Und dann haben sie sich gebessert, sollen wir glauben. Die Frage heute an diesem schönen Samstag richtet sich an Sie beim Zuhören. Nehmen Sie nochmal die Kaffeetasse, die vor Ihnen steht, trinken Sie gemütlich aus und fragen Sie bei Sonnenschein, was Sie vom Menschen halten, der in die Düsternis getaucht ist und hervortritt aus ihr als ein Straftäter, ein Krimineller. Ist er der Ausnahmemensch, der Böse an sich, mit dem Sie nichts zu tun haben, die Sie ja guten Menschen sind? Tauchen Sie selber in den Sonnenschein mit strahlenden Augen, weil Sie mit ihm nichts zu tun haben? Oder lernen Sie an ihm den Menschen noch einmal anders kennen? Als Böse von Grund auf. Genesis 6. Genesis 8. Steht auch in der Bibel. Und wie wäre dann dem Menschen beizuhelfen, außer einer Vergebung, die uns rettet vor der Sintflut? Ist schon die Bibel auch. Nur hat man sie so nicht verstanden. Verstehen können oder wollen. Oder sie lernen in dem einen, der zum Verbrecher wurde, sich selbst noch einmal anders kennen in den Möglichkeiten, die in ihnen ruhen. Sie begreifen sich selber als bedürftig von Vergebung. Das sind die Skrupel, die ich Sie lehren möchte. Und ich begründe sie fürs erste Anfang noch in dieser Vorlesung, aber alsbald schließend
mit dem Mann, auf den ich hinweisen wollte, schon in der Einleitung, mit Hugo Grotius, einem Holländer, den Sie kennen sollten oder von ferne wenigstens schon mal vom Hörensagen kennengelernt haben. Hugo Grotius hat das Verdienst, dass er uns die Naturrechtslehre noch mal besser beibringt, als sie in seiner Zeit war und bis heute nicht zu Ende gekommen ist. Hugo Grotius lehrt das Völkerrecht. Er will den Frieden. Und um des Friedens willen gibt er jedem Volke sein eigenes Recht. Eine unerhörte Lehre. Er glaubt an ein Menschenrecht, das er mit einführt um des Friedens willen. Das sind ganz neue Töne, ohne Frage. Sie sind geboren aus der Politik, aus der Unordnung. Und Sie hören völlig richtig. Sie haben es zunehmend mit jemandem zu tun, der mitten in das Getriebe seiner Zeit eintritt. Hugo Grotius wird sterben im Jahre 1645. Da ist der sogenannte 30-jährige Krieg immer noch nicht am Ende. Aber fast. 30 Jahre tobt die Religion sich aus. Was ist Gnade? Was ist Gerechtigkeit? Was ist im Widerspruch? Das Christentum in sich selber. Wie kämpft man um das Recht? Wie haut man im Namen Gottes den anderen so auf den Schädel? Was ist das jetzt? Dolus directus indirectus, es ist Perversion, aber es will nicht begriffen werden. Wenn es so steht, für Hugo Grotius, Ihr Freund, er möchte Menschlichkeit in die Tollheit einführen, Vernunft in die Barbarei eines an sich selbst erkrankten, gelehrsamen theologischen Apparat, der alles fähig ist zu rechtfertigen im Namen Gottes, der aus Gott selber den Marder macht. Und wie kommt man ihm bei, außer mit milderen Tönen der Vernunft? In Berufung auf Menschlichkeit. Anders als bei Karpzow ist jetzt die Lex Naturalis, die Vernunft im Menschen. Und es muss kein Widerspruch zu sein auf Gott. Möchte ja sein, dass Gott selber die Vernunft des Menschen auch geschaffen hätte. Und man beriefe sich auf die menschliche Vernunft, als die Stätte, an der Gott mit dem Menschen redet. Man möchte sogar das menschliche Vernunftgebaren nennen als das Gewissen des Menschen, in dem Gott am alleroffensten und hörbarsten redet und sich beglaubigt. Wäre es denn denkbar, Gott wäre überhaupt keine offene Strafe, Gerechtigkeit, die wir aus dem alten Orient übernommen hätten? Er wäre eine leise Sprache in unserem Herzen, in unserer Vernunft. Und da redete er Menschlichkeit. Und er redete nicht nur in uns, weil wir ja katholisch sind, weil wir ja protestantisch, weil wir Christen sind, weil wir nicht Muslime sind, weil wir die Richtigen sind. Nein, er redete in jedem Menschen so, an jedem Ort der Welt, in jeder Kultur, in jedem Volk, in jeder Kultur und Volkhaftigkeit. Ich betone das noch im Abschluss unserer Vorlesung heute, weil wir weit davon entfernt sind, auch nur Hugo Grotius zu folgen. Wir, die Europäer, die Nordamerikaner, haben die richtige Ordnung, das richtige Verständnis von Menschlichkeit und wir gebieten es dem Rest der Welt. Wir sind schlimmer als in den Teilen damals. Da suchte man noch, ob man einen Menschen bestraft, der wirklich ein Verbrechen begangen hat. God's own country bestraft präemptiv. Mutlicherweise könnten die Iraker Waffen haben. Massenvernichtung, also hauen wir drauf. 200.000 Tote, präemptive Kriegsführung. Sie gehören bestraft, weil wir vermuten müssen, dass sie straffällig werden könnten. Sie würden etwas verbrechen können mit Waffen, die sie gar nicht haben, die wir ihnen anlügen, aber wir vermuten, dass wir es könnten. Also bestrafen wir massenweise. So ist unsere Rechtsordnung heute. Wie wäre es denn, wir hörten mal auf Hugo Grotius. Ein jedes Volk hat unterschiedliche Ordnungen, aber sie müssen nicht schlecht sein. Wir müssen nur verstehen, warum die Unterschiede da sind. Es möchte ja sein, dass man in der Sahara unter Nomaden ein anderes Rechtssystem entwickeln muss, um zu überleben als in Urwald, zum Beispiel in Nordindien oder im Amazonas. Es möchte sein, dass Menschen, die vom Handel leben, eine andere Rechtsordnung haben als andere, die im Wesentlichen von der Herstellung von Waren leben. Für unsere heutige Wirtschaft sehr wichtig, was machen wir mit China? Da werden Waren hergestellt, die wir nicht brauchen, weil sie uns Konkurrenz machen. Aber dann sind wir die Händler,
die den größten Absatzmarkt in China finden. Und wenn die Chinesen beides machen, sie produzieren und konsumieren, sie exportieren und importieren besser als wir selber, müssen wir sie bekämpfen. Krieg gegen China. Die Chinesen sind Diktatoren. Wir sind die Befreier. Die Chinesen unterdrücken die Uiguren, wir nicht. Wir besetzen nicht ganze Landstriche im Mittleren und Nahen Osten. Wir rotten nicht ganze Völker aus. Nur die anderen. Hören Sie Hugo Grotius. Er will den Frieden. Ob das geht mit rechtlichen Mitteln und indem man das sogenannte Böse im Menschen, warum wir so sein können, nicht in der Tiefe begreift, wie wir müssten, bleibt noch dahingestellt. Aber Sie erleben mit bei Hugo Grotius, was daraus wird, wenn wir mal versuchen, uns bei der Vernunft am Schopfe fassend aus dem Sumpf zu ziehen. Wir glauben mal, dass Vernunft in der menschlichen Geschichte was bewirken kann. Dass es eine Rechtsphilosophie gäbe. Wir sollten wirklich denken, wir kehrten zu Aristoteles, zu den alten Griechen zurück. Wir schütteln alle Zweifel ab, wie ein Hund, der aus dem Fluss kommt und sich mal schüttelt. Wir sind es los. Wir glauben nicht, dass Aristoteles der Lehrer Alexanders war und wurde. Wir glauben nicht, dass alles möglich war, weil man die Großen immer wieder angebetet hat. Nein, wir bleiben dabei. Wir nennen Vernunft das Schonen von Menschen, die Einführung der Menschlichkeit, den Rechtsanspruch, den jeder in sich trägt, weil er ein Mensch ist. Wir glauben an die Würde des Menschen. Wir sagen das nicht nur, wir glauben das. Und so verstünden wir Gott. Wenn Gott einen Menschen schafft, Sie, die Sie hier zuhören, tragen Sie in sich eine eigene Würde. Manche von Ihnen mögen überhaupt nicht glauben oder finden völlig überflüssig, dass wir davon reden, aber an die Vernunft sollten Sie dann glauben. Wenn Sie beides nicht tun, wird die Welt sehr düster. Auch das wäre nicht ganz falsch, sie lehrte Sie gerade, was wird, wenn die Vernunft stirbt in einer Welt der Angst. Aber was würde sie dann retten? In solchen Wegen, die oberhalb des Grats immer dicht am Abgrund führen, nach links und rechts, bewegen wir uns in der gesamten Geschichte, in der wir das sogenannte Recht studieren. Gibt es ein solches? Wie macht man es geltend? Wohin führt es, wenn wir es geltend machen? Oder wäre es ein richtiges Verständnis, wenn wir sagen wollten, es gibt gar keine Rechtsansprüche? Es gibt nur die Gnade, dass wir leben. Und wenn wir das tun, indem wir Güte weitergeben, aus der wir selber existieren, wäre es wirklich der schöne Samstag, den ich Ihnen heute wünsche. Bis zum nächsten Mal. Da verspreche ich Hugo Grotius und Jean Bodin und manch anderes. Dankeschön Ihnen für heute.